Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute machen wir was Cooles, heute machen wir einen Tafelspitz am Spieß und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, für so einen Tafelspitz am Spieß brauchen wir als allererstes mal einen schönen Tafelspitz. Die Brasilianer nennen es Picanha. Da sind die ein bisschen kleiner, hier ist ein Deutscher, der ist ein bisschen größer, 2,6 Kilogramm. Und wenn du dir mal die Marmorierung anguckst, das ist abartig, oder? Ja. Unglaublich, wie? Also wirklich, da weiß man, was Marmorierung gemeint ist. Ich kann euch ja nicht sagen, dass ich das Ding für 6,70 Euro pro Kilo aus dem Großmarkt mitgenommen habe. Also ich wollte den eigentlich gar nicht kaufen, aber manchmal, wenn man so sagt, empfällt was den Einkaufswagen, da liegt so ein Stück Fleisch da und sagt, kauf mich. Also ich weiß nicht, wie das möglich ist, so ein Stück Fleisch für den Preis zu produzieren. Aber ich sag mal, wenn man mal diese Grundqualität schon mal optisch sieht, kann das nicht so schlimm werden. Wenn du jetzt einen Tafelspitz hast, der sehr, sehr mager ist, naja, da würde ich ja die Finger verlassen, sondern wirklich mal welche nehmen, die eine schöne Marmorierung haben. Dann habe ich noch dazu hier meinen Magic Spice zum hinten raus würzen, einen Drehspieß und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, jetzt haben wir hier oben noch eine Seele drauf. Und auf der Unterseite haben wir den Fettdeckel. Den Fettdeckel können wir ruhig draufbleiben lassen. Der beim Drehen gibt ja so richtig schön Geschmack ans Fleisch ab. Aber hier unten diese Sehne, die ist nicht so schön. Da gehen wir mit dem Messer runter und ziehen hoch. Und auf der anderen Seite auch gegen. Also lieber ein bisschen mehr Fleisch abschneiden, als irgendwo nachher beim Essen mit den Sehnen kämpfen. Drunter hoch. Die ist hier praktisch immer schön gegen die Sehne gegen. Dann hält sich der Verschnitt, den du hast, auch irgendwo in Grenzen. Warte. Habe ich ein Video gesehen, hat mir gefallen. Und auch hier drüben, zack, ein Schnitt. Und dann bist du schon fertig. Hier vorne nochmal einmal runter, ja, die 3 Gramm Fleisch kommen. Also sieht der Profi-Metzger, die könntet noch besser. Ich bin kein Profi-Metzger. Ja, und dann haben wir den praktisch schon soweit fertig pariert. Siehst du auch sehr schön den Unterschied zwischen dem. Da ist noch. Da. Wo? Da. Da ist noch, ja. Was du aber hier sehr schön siehst, ist praktisch, wir schneiden den gerade an und du siehst den Unterschied von hier zu hier an der Schnittfläche. Kann man die Kamera das sehen? Ja. Ja, sehr schön. Weil hier siehst du jetzt praktisch, dass der Luftsauerstoff sich mit dem Myoglobin verbindet und das Fleisch schön rot werden lässt. Hier ist es noch braun. Wenn wir das jetzt 10 Minuten hier liegen lassen würden, würde das genauso rot sein wie das. Also innerhalb von Windeseile von wenigen Minuten, dass er die Umfärbung einsetzt. Jetzt nehme ich mir meinen Spieß und werde den jetzt mittig hier vorne einstechen. Da muss man so ein bisschen so die Mitte wahren. Und wenn alles klar geht, dann komme ich hier vorne in der Mitte raus, da wo mein Daumen ist, oder mein Zeigefinger, Daumen wäre doof. Da ist er. Relativ vernünftig die Mitte getroffen und stecken jetzt eben mal hier so, dass die Krallen das sichern und von der anderen Seite stecken wir die Krallen auch dagegen. Du hast den aber jetzt so weder gewürzt noch mit irgendwas eingepinselt. Richtig. Richtig. Habe ich deshalb gemacht, weil ich denke, also ich drücke jetzt erstmal hier schön flach, dass er ungefähr die Form hat, die er natürlich hat. Dann immer festziehen. Habe ich deshalb gemacht, weil ich denke, wir haben jetzt ein schönes Stück Rindfleisch, was wirklich toll ist. Und den jetzt mit einem Rapp oder mit irgendeiner Gewürzmischung totschlagen, wäre an der Stelle Quatsch. Weil wir haben so schön Fett drin, was wirklich ein Eigengeschmack des Rindfleisches ja doch mal uns noch mal zeigen sollte. Und machen bloß nachher diesen Magic Spice hinterher, um ein bisschen so, naja, ein bisschen noch zusätzlich Aroma zu haben. Für den, der mag, für den, der nicht mag, kann er bloß mit Salz essen. Also haben wir den so im Prinzip vorbereitet. Sieht schon mal geil aus, oder? Ja. Ja, der wird natürlich nichts, wenn wir den hier einfach so rumliegen haben, sondern den müssen wir jetzt auf den Grill tun. Und dazu setze ich den hier in unsere Rotisserie ein. Starte den, die Rotisserie. Und immer gucken, dass er genau so rumdreht. Wie kriegt das hin, dass der in die Richtung dreht? Einfach so auf drücken, bis der in die richtige Richtung kommt. Okay. Was Sinn macht, ist auf alle Fälle eine Pfanne drunter zu stellen, wo das Fett reintropft. Weil der hieß, ihr habt gesehen, ist relativ viel Fett dran, wie viel Fett drin und wenn das alte den Grill tropft, ja, dann haben wir erstmal einen Fettbrand vom Feinsten, wollen wir nicht. Und dann natürlich brauchen wir ein bisschen Hitze, da zünden wir den Heckbrenner, volle Größe dazu und lassen die ganze Sache jetzt hier bei voller Hitze drauf, bis wir eine Kerntemperatur haben von, ja, bei dem schönen Stück, ich würde mal sagen, so um die 54 Grad. Das werde ich einfach mit so einem Kerntemperaturmesser, mit so einem Thermopen,
Jetzt habe ich schon wieder einen Namen gesagt, ist mir auch real. Hin und wieder mal einfach einstechen, gucken, wie weit wir sind. Jetzt ist mal die große Frage, wie lange dauert sowas, bis fertig ist. Also, denke mal, ein Stündchen können wir locker einplanen. Vielleicht wären es auch zwei. Das wäre Fleisch immer schwierig zu sagen. Also, das kommt jetzt frisch aus dem Kühlschrank, da kann es ein bisschen länger dauern, als wenn es jetzt schon auf Raumtemperatur gekommen ist. Ja, man kann das natürlich auf einer Kugelgrill machen. Bei sowas hier zum Beispiel mit so einem Western Pizza rotes Reset dran, wo man praktisch rechts einen Kohlekorb hat, links einen Kohlekorb, dann spannt man den ein. Und dann kann man entweder mit nur mit Holzkohle jeweils in diesem Kohlekorb drin und die Schlossendeckel die ganze Sache garen. Oder man schmeißt auf den einen oder anderen von den beiden, also nicht auf beide, weil das reicht der Sauerstoff nicht aus, noch ein Holzscheit drauf, dass man ein bisschen Flamme hat, die hochzieht. Hat tatsächlich so anderthalb Stunden gedauert und jetzt schauen wir mal hier. Da bewegt sich ein gutes Stück, immer noch in dieselbe Richtung, ich freue mich. Und hier oben drauf siehst du das Fett, wie es sich zusammengezogen hat. Ja. Sagen, wir retten es vor der fürchterlichen Hitze, also ausmachen und runternehmen. Ja, und die Schale hat sich auch bewährt. Die hat sich auch bewährt, ja. Also das ganze Fett hätten wir sonst alles schön im Grill drin stehen gehabt. Und jetzt haben wir das da unten schön in der Schale. So, da ist unser Freund und wir ziehen mal die erste Krelle gleich raus. Na? Löst sich aber ganz gut. Vorsicht mit so Spießen, die sind immer sehr, sehr heiß, wenn man die runternimmt. Also nicht anfangen, die mit der bloßen Hand anzufassen, die, ja, die haben richtig Schub. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Ja, leider ja. Anders ist es mit dem Fleisch, das kann man schon mal kurz drehen. Und das muss jetzt noch ein paar Minuten ruhen. Was wir aber schon mal machen können, ist hier den Fettdeckel runternehmen, weil ganz ehrlich unter uns, ich sehe jetzt keinen Vorteil drin, den jetzt zu essen. Sondern den können wir einfach mal abschneiden. Das wird dann nicht zu viel Fleisch wegnehmen. Oh, der ist doch nicht so dick. Also wenn ihr merkt, dass es euch geht wie mir, und zwar, dass hier die Seele, die da drunter ist, anders als bei den brasilianischen Qualitäten, bei dem jetzt hier, der viel dicker ist, dann wirklich nehmt euch ein Messer, schneidet die jetzt hier raus. Da ist nichts mit verloren, weil du siehst hier, die ist relativ dick. Die wollen wir einfach nicht essen. Schneidet sie weg. Ich glaube, die Katzen freuen sich drüber, oder? Ja. Oh, Tafelspitze fütterte Katzen. Die liegen schon auf der Lauer. So, weg damit. Und hier drüben haben wir auch noch einen dran. Ich schneide uns auch noch ab. Das Entscheidende ist jetzt mein heiß geliebter Mittelschnitt. Das geht aber gut durch das Messer. Mhm. Also A ist es scharf. Darf man sich darüber freuen? Also ich sag mal ja. Wenn das nur halb so gut schmeckt, wie das aussieht, und so schneide ich jetzt hier so dünne Tranche runter. Das Schöne ist, die Maserung läuft jetzt hier so diagonal durchs Fleisch. Und wir machen jetzt praktisch richtig schön quer dazu. Schneiden wir so unsere Stücken raus. Mein lieber Mann. Man sagt ja eigentlich, es stinkt, aber das gefällt mir. Jetzt mache ich ein bisschen von meinem Magic Spice. Der ist nämlich nicht ein Rapp, wie viele denken, sondern immer, ich sag mal, so als Pfefferersatz. Als clevere Nummer, wenn du mal Salz, Pfeffer mal nicht magst. Und jetzt schneiden wir es mal so ein Stück ab. Ditschen den hier rein. Und rein in die hohle Birne. Also unglaublich. Also ich habe in letzter Zeit ein paar Picanhas gehabt, so brasilianische. Und aber ich muss sagen, dieses Stück, wie so ein Spottpreis irgendwo in Einkaufswagen gefallen, man darf dir ja keinen erzählen. Also will sagen, man kann auch mal mit günstigem Fleisch Glück haben, wenn man so ein bisschen Auge drauf hat auf die Marmorierung. Ich bin jetzt nicht dafür ein großer Fan, ja, irgendwo günstig Fleisch zu propagieren. Ja, ich nasche noch das letzte Stück. Und so war jetzt noch eins. Unglaublich. Jetzt mal gucken, also die Farbe, der Saft, der herauskommt, ein Knüller. Also, das wäre jetzt wirklich schade, wie dieses schöne Stück Fleisch irgendwie tot zu grillen, tot zu schmoren, tot zu kochen oder was auch immer damit zu machen. Also, ich finde, die Variante hat sich echt bewährt. Und ja, wenn ihr mal auf einen schönen Tafelspitz stoßt, der schön Fett drin hat, dann kann ich euch nur raten, spannt den auf eure Rotisserie, macht den Heckbrenner an und lasst euch wirklich mal ein gutes Stück Fleisch schmecken und ja, du hast sehen, das ist ja eine Speise, das ist easy zu machen und mehr als lecker. Ja, von daher freue ich mich über den einen oder anderen Wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei meinem Zweitkanal, bei einfach Klaus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.